Ein Start-up will diese neue Behörde laut Selbstbeschreibung auf der Internetseite sein. CITES, das ist die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Sie unterstützt Polizei und Geheimdienste, beispielsweise bei der Entschlüsselung von Chatnachrichten und der Auswertung von sozialen Netzwerken, erklärte Bundesinnenminister de Maizière bei der Eröffnung in München. Straftäter, terroristische Gefährder, alle versuchen sich nicht erwischen zu lassen, indem sie Techniken nutzen, die das möglicherweise verhindern. Und Sicherheitsbehörden haben die Aufgabe und die rechtsstaatliche Verpflichtung, solche Straftäter möglichst doch erwischen zu können. Kritiker bemängeln, dass die neue Behörde weder vom Parlament noch von der Datenschutzbeauftragten des Bundes kontrolliert wird.